Ich grüße euch, was? Hä? Ah, wie geht's euch? Geil. Scheiße, wie heißt das Lied? Tatsächliche Airplanes, was? Hä? Aber von Bad Moms J. Und Kool Savasch. Oh, jetzt will ich mich wie im Radio, was? Hä? Geil. Ich hoffe, es geht euch gut. Mir tatsächlich gerade ja, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht hier. Komischerweise. Ich sag euch, wenn man Magenprobleme hat, das ist immer ganz komisch. Mal ist das gut, mal nicht, weißt du? Später bestimmt wieder beschissen. Nee, deswegen nutzen wir die Zeit und gucken mal rein. Ich meine, der arme Lami braucht auch ein bisschen Geld, ne? Schön, dass ihr da seid. Xion, hallöchen. Angel, Leandro, Boris, hallo. Das ist geil, habe ich gesehen, weißt du? Pulikai, natürlich, Lukas, wie geht's dir? Mimi, hallo? Hoffen wir, dass es so bleibt, ja? Ich bin selber gespannt, ich kann dir das nicht sagen. Es ist komisch. Ich meine, ich habe doch nichts gemacht, so, ne? Naja. Wird schon, Edward. Melanie, hallöchen. Wo stehen die Blitze? Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. Ach ja. Wird schon. Wir werden es alle überleben. Ansonsten gute Besserung an jeden, denen das scheiße geht. Wir machen das schon. Natürlich. So, gucken wir mal rein. Ich bin nicht gebannt. Das Intro ist super. Brauchst doch nicht mehr ändern, ey. Lami braucht Geld, ich sag's dir. Ist, alleine die Miete, die wir jetzt wieder 2 Tage gezahlt haben. 2, 3. Keine Ahnung. Naja. Cool Game, hallöchen. Ja, Tee, ich weiß doch, aber es ist doch auch so schwierig irgendwie. Ich bin nicht so der Tee-Fan, aber... Naja. Ne. Was man nicht alles macht. Nun. Aber geht nicht am Ende. Kein Problem, also. Kein Problem. Super. Ich hab Schluck auf gerade noch. Okay, egal. Nice. Hier sind wir. Ich hoffe, der Schrank ist offen. Wenn nicht, ist das auch nicht schlimm. Wir haben immer Hose und Schuhe dabei. Nicht wahr? Das ist tatsächlich offen, ne? Da machst du nichts. Mit den Taser. Ja, lassen wir vielleicht mal da, ne? Bei allem steht Fehler. Ach, das ist, Weißt du, dann ist das so. Vielleicht, das soll es einfach nicht so sein. Ich weiß es nicht. Mann, wie ging das hier denn noch einmal? Laufstiele brauche ich doch. Ich bin schon vorbei, ne? Also. Hallo? Bin ich schon wieder vorbei? Bin ich schon wieder vorbei? Bin ich schon wieder vorbei? Achso. Achso, das ganze oben war. Aber ich kann nicht mehr. So. Erstmal einen Kaffee. So, gucken wir mal. Was uns erwartet. Oh Angel, ich danke dir für deinen Gifted Sub. Sehr lieb von dir. Bei dir geht's, was? Wunderbar. Wunderbar. Angel_HDX3 hat Scary Skyline an Abonnementstufe 1 geschenkt. Danke dir, vielen lieben Dank. Dankeschön.
Danke dir. Vierte von Cypress wegen Taxi ist es dringend. Ach ja, da melde ich mich, weißt du? Derek fragt, ob wir die Mitarbeiter um eine Stunde vorverlegen können. Mitarbeiterbesprechung. Weiß ich nicht. Können wir das? Wann ist die? 24. 22 Uhr. Ich weiß es nicht. So, wir müssen Cypress anrufen. Die wollen irgendwas wegen neuer Taxis. Oh, DOL. Oh, da hat man auch gerade gerufen. Das freut mich aber. Das kann ja nur gut enden heute auch, ne? Ich soll Cypress anrufen, aber die haben nicht angerufen, oder wie? Mhm. Cypress 4343. Nase. Cypress Logistics Max, hallo. Ja, ich sollte mich melden und alles. Ich bin Lami von Alice Taxi. Hallo. Ja, wir hätten 2 neue Taxis für Sie, aber um die zu bekommen, müssen Sie den Rest, den Sie bei sich haben, herbringen, weil die müssen ja umfüllt werden. Ach du Scheiße, heißt, wie mache ich das doof, denn? Doof gesagt, Sie müssen dann wahrscheinlich mindestens einen Tag mit 2 Taxis rumeiern. Das ist gar kein Problem. Naja. Ich frag mich nur, wie ich die runterkriege, weißt du? Ja, das ist das Ding. Also es müssen auf jeden Fall... Ich guck mal eben. Scheiße. Die müssen alle runter, ne? Also 2 Moonbeams, 1 Esperanto, 2 Radios und 2 andere Scharniere. Die müssen hier runter. Okay, wo genau hin? Zum Cypresshafen. Also rein in den Hafen, da würde ich halt herkommen und quasi die Tür hier aufschließen. Da können sie auch ihre 2 Taxis mitnehmen, die anderen. Ich guck mal kurz, ob mir da jemand helfen kann und dann melde ich mich gleich. Perfekt, dann okay, bis gleich. Ach, das sind ja großartige Neuigkeiten, was man nicht alles hier erlebt. Aber das heißt, die neuen Taxis müssen ja dann foliert sein, oder nicht? Wehe, wenn nicht. Rein theoretisch, oder? Das ist ja ein spannender Stream. Das ging wirklich schnell jetzt. Aber das heißt... Die neuen müssen ja foliert sein, weil also, nee, das will ich sehen. Wenn nicht, dann frage ich mich aber auch wieder. Ja scheiße, wer hilft uns denn jetzt? Ja, niemand. Ach scheiße. Ach kacke. Die werden foliert, ne? Das ist ganz klar. Und zwar leider ohne Gibis, ne? Weil man das nicht wollte. Was da drauf? Ja, so ein Taxi-Design halt, ne? Das ist gar nicht spannend. Ich find's trotzdem ganz schön. Wobei, ich kann gar nicht sagen, ob das schön ist. Müssen wir gucken, ne? Ich weiß nicht, wie das Original dann rüberkommt. Ne. Aber wer hilft uns denn jetzt? Das Original, niemand da. Wer steht hier? Vielleicht kann Josi uns helfen.
See. Ach, ist das schön, dass hier keine Autos stehen, wirklich. Hier, warte mal, wie mache ich das denn jetzt? Lass mich mal überlegen. Ich kann dir, das dauert ja eine Stunde, bis die da jetzt alle unten sind. Blue Angel, hallo. Kacke. Kacke. Ich muss mal kurz Ventilator anmachen. Warum ist denn das schon wieder so warm hier? Gib mir eine Sekunde. Warum ist das so warm? So. Okay. Ich überlege gerade, wie macht man das denn am besten? Wie macht man das am besten? Ich will jetzt natürlich auch das Taxi-Design sehen. Scheiße, wie heißt der eine? Schön, dass ich auch alles vergesse. Ey, du drückst mich jetzt nicht weg. Arschloch. Scheiße, ist denn nicht auch impediert? Ah, leck mich doch, wirklich. Super. Überleg gerade, ob wir das mit Downtown Gap machen, aber das dauert halt trotzdem ewig. Dauert halt trotzdem ewig, ne? Es ist wirklich auf keinen Verlass in diesem Drecksladen. Na gut, das heißt aber, das Taxi hier kommt ja eh nicht mit, ne? Das kann man mal wegparken. Rein! Okay. Das passt hier ganz klar noch rein. Tja, alleine ist das echt schwer, ja.
Komm, jetzt sind die von Cypress einmal da, weißt du? Einmal im Leben. Scheiße, wen haben wir denn noch? Ja, warum sollten die alle da sein? Ah, doof gelaufen. Becker? Auch Becker nicht, ne? Downtown Camp. Vielleicht machen wir das wirklich mit Downtown Camp, aber... Warte mal, ich muss kurz... Ich muss hier dann runter, dann mit Downtown Camp wieder hoch, dann wieder runter, dann... Ja, das dauert ja ewig. Das dauert ja ewig. Scheiße, wir brauchen irgendeinen Freiwilligen. Irgendeinen Freiwilligen. Muss doch mal gucken, ob Josie kurz Zeit hat. Downtown Cap ist da. Ja, das ist gut zu wissen, aber das ist der Kiosk-Typ, oder? Hm, wie machen wir das denn? Schön. Das sind Sie von Downtown Cape? Ja. Ich habe eine Frage. Was denn? Brauchst du ein bisschen Geld und so? Nee, aktuell nicht. Falsche Antwort. Was denn los? Naja, ich müsste vom Hafen ein paar Autos abholen, ne? Das heißt, wir müssten da aber die ganze Zeit hin und her fahren und so. Das ist ja kein Problem, aber das Wichtige ist halt nur, dass sie halt anrufen müssen auf der Leitstelle, weil ich brauche sozusagen als Kontakt, damit sie angerufen haben. Ja, ja. Hast du die Leitstelle? Ja. Okay, ich ruf kurz an, ja. Ja. Ich lege wieder auf, ne? Alles klar. Wo ist die Kokos los? Wo ist die Kokos los? Ja, dann kann man gern los. Okay, das Ding ist, also es wird jetzt wirklich ein bisschen länger so, ne? Ja, das wird dann so. Das heißt, warte mal ganz kurz. Ich muss jetzt mit meinem Taxi zum Hafen fahren. Weißt du, wo am Hafen, wo die Fahrzeuge immer geliefert werden? Ja, aber wenn du magst, kannst du mir das gerne eintippen mit dem Navi. Ja, scheiße, wenn ich das so genau wüsste. Warte, ich kann kurz einmal... Du kannst mir auch einfach hinterherfahren oder so. Ja, oder so. Okay, dann mach das, ja? Gemli, ich danke dir für 10 Monate. Vielen lieben Dank, danke schön. Danke dir. Also ich könnte jetzt runterkommen. Perfekt, dann bin ich auf dem Weg. Alles klar, bis gleich. Bye. Ciao. Ja, ich hoffe, wir finden das noch. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo das ist, ne? Kacke. Das hätte das mit Dauer gemacht. Das ist so traurig. Ich kann das nicht mehr. Ja, gerade geht's mir gut tatsächlich. Danke der Nachfrage.
Aber das dauert ja trotzdem Ewigkeiten, ey. Leck mich doch am Arsch, wirklich. Ja, der fährt noch 30 jetzt, weißt du. Ja, in einer Stunde sind wir fertig, ne? Fuck, wo war das? Der denkt auch, ich will den entführen, ne? Scheiße. Wo war die Kacke? Hey! War das hier? Ich glaube ja. Dann entweder jetzt geradeaus oder... Oh scheiße, ich weiß es doch nicht. Oder irgendwo hier? Oder hier? Oder hier? Ja, mal gucken, ne? Ich weiß es auch nicht. Oh ne, hier ist falsch, ne? Scheiße, ich glaube, hier sind wir falsch. Das ist irgendwo hinter uns. Hallo? Ihr seid vorbeigefahren. Kannst du mir einen Standort schicken? So. Einfach nur zurück mal eben fahren. Okay, alles klar. Dann bis gleich. Hier steht ein Auto mitten im Weg. Okay, dahin. Bis gleich. Okay, fast haben wir es geschafft. Ihr seid vorbeigefahren. Ja, aber wo denn? Da steht kein Auto. Da steht ein Auto. Leck mich doch am Arsch. Okay, kannst du einfach kurz hier warten? Ich komme gleich wieder, ja? Jo. Okay. Ja, das dauert jetzt eine Stunde, bis wir da durch sind, ne? Eieie. Oh, frisch foliert da, so. Das sehe ich doch gerne. Ah, oh, da, oh, das ist schon sexy, ja? Das ist schon sexy. Hallo. Hey. Was sind die Neuen? Bist du denn alleine momentan, oder wie? Ja, es ist traurig. Ich könnte die zwei jetzt mitnehmen und euch die anderen, ja, halt da vors Tor stellen. Oder das dauert halt jetzt alles ein bisschen. Mm. Ich meine, ich krieg das hin, aber dauert bestimmt eine halbe Stunde. Ich bin gerade überlegen. Mein Gott, die haben Wagennummern drauf. Ja, es bringt halt nichts, wenn ich gerade dich dahin fahre zu Alice Taxi. Nee. Bringt ja auch nichts. Nee. Ich glaube, ich lasse einfach mein. Ich bin heute mal richtig nett. Ich lasse mein Auto gleich vor dem Hafen stehen, dann steige ich bei diesem Downtown Cab halt mit ein. Ich mache mir ein Auto an, dann fahre ich mit. Wenn du. Das heißt, wir fahren dann zur Zentrale und holen die anderen, oder was? Ja. Ja, können wir machen. Wenn ich natürlich ein Auto fahren darf. Ja, klar. Es ist ja auch in unserer Interesse, dass der Scheiß hier hinkommt. Ja, ja. Ja. Guck mal, ob. Ich weiß jetzt nicht, ob du dir da extra Rechte im ADP geben musst für die Autos. Mal nach. Und sonst. Ja. Ich habe nämlich keine Schlüssel dafür. Also. Ja, ist eine gute Frage jetzt. Also die heißen irgendwie 9 und 10, keine Ahnung, wie bei euch betitelt sind.
Das ist ein schöner Name. Wie also ging das zumindest steht auf den Autos 9 und 10. Oh ja, tatsächlich, ja. Dann, das, dann hakt so immer, gehen, nein. Okay, das sollte funktionieren. Mhm. Ich teste einfach, ne? Ja, versuch, mach mal. Naja, also, es war ein Versuch wert. Naja, oder auch nicht. Wie sind die denn betitelt? Vielleicht Kennzeichen? Ich hab keine Ahnung von eurem RDP. Ja, ja, da sind die Kennzeichen drin. Aber warte, ich glaube, das lag an mir. Ich hab gerade Scheiße gebaut. Okay. Hab doch keine Ahnung vom RDP. Soll ich helfen? Nee, ich glaube, jetzt geht das. Okay. Okay, okay. Okay. Dann machen wir das so, ich lasse das Auto hier stehen. Mhm. Ich nehme dann die beiden Autos immer eben, dann geht das einfacher. Und dann holen wir einfach den Rest da. Warte, was machen wir jetzt? Holen wir jetzt erst den Rest, oder? Wir bringen die beiden schon weg und dann holen wir den Rest hinterher. Okay, okay. Brauche ich den Downtown-Kopfhörer dann noch? Ja. Meine... Wenn du zwei deiner alten Autos hergebracht hast, wie wird's denn hier wegkommen? Ja, stimmt wohl. Ja. Jetzt brauchst du ihn zum Hinfahren nicht. Du musst bei ihm kurz warten. Weil... Okay. Ich verstehe gar nichts. So. Dann mach dein Auto an. Also ich muss dir eins anmachen, ne? Ja. Scheiße. Na gut, dann nehme ich das andere mit, ne? Oh, die sind aber sexy hexy mit Wagennummer. Oh ja, das, ach, das ist schon lecker. Doch, das ist schon lecker. Ich meine, das ist wieder ein anderes Gelb jetzt, ne? Aber, naja. Ist wieder ein anderes Gelb. Doggy, Hallöchen. Scheiße, was mache ich denn mit dem Downtown Gap? Ich wollte gerade Fuzzi sagen. Doch, die sind wirklich schön, das gefällt mir doch. Ja. Wartet er hier? Ja, er wartet. Okay. Er hat so lange nichts vor, erstmal. Wir bezahlen den auch einfach erstmal nicht. Ist mir jetzt auch egal. Alles gut, Doggy, alles gut. Alles gut. Man kann sagen, die sind auf jeden Fall jetzt auffälliger, ne? Das ist schon lecker. Vor allem die Wagennummern, das ist ja wirklich das Beste. Ja, ich hoffe, dass die anderen auch Wagennummern haben, sonst macht das ja gar keinen Sinn. Wagen 9 an Wagen 10, so ist es. Und doch, ist schon geil. Oh, fast Unfall gebaut war es, ne? Ja, ich find's auch wirklich wunderschön. Also da brauchst du auch nichts mehr umlackieren. Das kannst du so lassen, ey. Das Gelbe ist schön, das Blaue ist schön, Glanz ist auch voll cool so. Also wirklich.
Ich hoffe, die fährt jetzt hinterher. Da oben, da hier noch, ne? Ach, das ist schon lecker. Da wäre eigentlich Lamis Kopf drauf. Aber ist okay. Ja, wir stellen die einfach mal hier irgendwo hin. Hier kannst du irgendwo parken, ne? Ist mir eigentlich egal. Okay, das heißt, die alle hier müssen runter, ne? Ja, mindestens. So viele wie möglich halt. Scheiße. Ja, deswegen. Ich hätte jetzt sonst gedacht, wir nehmen als erstes die Busse, dann können die Autos da eben gut hingestellt werden. Und stehen hier ja mitten im Weg. Dann machen wir das ja. Ich mach dir einen an, ne? Mhm. Oh, das macht ja Spaß. Aber hier sieht man nochmal den Verkloch. Du weißt ja jetzt, welcher Hafen. Dann ja, ich komm da hin. Ja, das ist schon viel geiler. Und wenn dann da morgen oder übermorgen da alle dann blau-gelb sind, das ist ja wirklich sexy, ne? Schön. Die werden jetzt alle, also die bleiben jetzt aber einen Tag bei Cypress. Also anscheinend einen Tag, ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber vielleicht auch 2-3 Tage, ich weiß es nicht. Und dann kommen die irgendwann neu zurück in neuem Glanz. Jetzt rast's aber hier. Boah, wie schnell die fährt, ey. Und genau dann kommen alle arbeiten. Ja, 2 können heute arbeiten, ne? Und mehr nicht. Finde ich aber auch witzig irgendwie. Ich glaube, ich werde auch den Zugriff da gleich wieder rausnehmen. Das heißt, nur einer kann heute arbeiten. Der Rest ist für Lami reserviert, weißt du? Oder heute arbeitet einfach gar niemand, weißt du? Auch okay. Nur einer kann heute arbeiten. Witzig. Firmenurlaub, ey, muss auch mal sein, oder? Muss doch auch mal sein. Haben wir schon mal 3. Ja, fehlen nur noch, keine Ahnung wie viele. Ich würde sagen 2 bis 8. Mhm. Also, Taktik Nummer 2 bis 8. Ist aber schön geworden, gefällt mir. Ja, sieht nicht schlecht aus. Ach, wie schön, dass die auch gleich im RDP sind und so. Mal sehen, wie die anderen aussehen. Vor allem, wie das beim Moonbeam aussehen würde. Da frage ich mich auch. Das frage ich mich auch. Rennkastenwagen. Aber er hat sich super hingestellt. Downtown Cap kann auch parken.
Ja. Hallo. So. Hallo. Ja, einmal zu Alice Taxi, bitte. Wo ist es denn? Darf ich einmal kurz euch die Markierung, das Navi hintergeben? Ja, ja, oder? Gib mal. Ja, bitte. Ja, Dankeschön, das ist genau hier. Perfekt. Dann, let's go. Dann müssen wir, glaube ich, zweimal hin, oder? Mindestens. Ja, ungefähr. Haben Sie Taxis getauscht, oder? Ja, so ähnlich, so ähnlich. Okay, habe ich schon gewundert, weil aber jetzt neue Taxis rauskommen und alte Taxis wegkommen. Ja, die werden auch irgendwann alt und alles, ne? Ja, klar. So. Ganz klar. Der Dame, glaube ich, neben mir habe ich doch, glaube ich, damals mein Auto gekauft, oder? Ja. Den Premier. Mhm. Ja, den habe ich nicht mehr. Kann nicht schlimm. Ich habe mir jetzt auch ein Radius gekauft. Wenn man den mag, warum noch nicht? Ist zumindest angenehmer als der Premier. Ist doch nur ein Empfangsauto gewesen. Dann gibt's den Radius auch ohne Taxi? Natürlich. Ja, das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Genauso mit dem Boom wie auch. Ja, gut, ja. Ich denke mir, es gibt alle Taxis ohne, oder? Ja. Ja, alle Autos ohne Taxis. Das Scharnier, glaube ich, ist das andere. Aber das sieht nur so aus. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich bin also autoaffin, bin ich nicht. Ich finde auch, dass wir jetzt wieder schöner sind als Downtown Cap. Ja. So wie so immer. Ja, das Design ist schon gut von denen so. Brauchen Sie mich denn gleich nochmal oder? Ja. Okay. Tatsächlich. Das dann würde ich das als Gesamtrechnung machen dann am Ende. Ja, ja. Schön, ja, dann können Sie wieder nach unten fahren, ne? Jo. Danke. Nie, Hallöchen. Okay, dann kannst du den mitnehmen vielleicht? Also irgendein 96er Scharnier muss nicht unbedingt. Ich habe aber keine Ahnung, welcher von den 96er Scharnier. Scharnier, oder einer nicht? Muss nicht, oder was? Theoretisch einer muss nicht, der kommt aber später eher. Ja, genau. Den habe ich in die Garage, glaube ich, geparkt. Aber zwei müssen, ne? Ja, okay, zwei und müssen. Einer steht unten, das heißt, der muss noch, glaube ich. Ja, dann muss der. Ja. Geil, die weiß besser Bescheid als ich. Wir haben verschiedene Versionen vom Scharnier. Ja, ja, ich blick da aber auch nicht durch. Die weiß besser Bescheid als ich, also. Nimm mal den Radius mit. Wie heißt der denn? Esperanto? Ja, schön, wie die auch alle kaputt sind. Liebes Cypress-Team, falls ihr das seht, das ist natürlich alles Rotation-Book. Wer fährt denn da so gestört? Fährt wie Harald, ey.
ich muss sagen, RP macht auch immer wieder mehr Spaß, wenn man irgendwas Neues hat. So, ich meine, dann nur für 2 Tage so. Aber kennt ihr das, wenn dann irgendwas Neues so? Neues Taxi, neues Auto? Hast du 2 Tage wieder mehr Spaß dran? Bis es wieder langweilig wird. Krass, aber er ist auch schon da, ne? Neue Kugel im Kopf, ach. Guck, wie ruhig das alles ist. Die Glückshormone, Alter, ich dachte gerade, es geht zu. Hey, park doch da, du musst auch ordentlich sein. Also. Hört ihr das gleiche Auto wie Lami? 6C. Ja, dann haben wir jetzt das noch ein Tim. Nein, guck mal. Ja. Wir haben. Diesen Esperanto, das war ja der ältere hier in der Runde, ne? Haben wir 2 Boombeams, 2 Scharniere, jetzt fehlen nur noch 2 Radios. Genau. Wunderbar. Ja. Dann. Aber wie gesagt, ich kann nicht sagen, wann es fertig ist. Kann morgen, kann übermorgen oder in einer Woche. Aber wir versuchen unser Bestmögliches. Alles gut, ne? Solange das nicht ein Jahr ist, ist es okay. Nee. Nee, nee. Stell dich vor, ein Jahr mit 2 Tagen. Ein sehr schneller Mensch. Oh, das ist schön. Er mag es nicht, Leute warten. Das ist ja schön, dass das alles mal richtig schnell geht hier, ne? Jetzt muss der Schichtplan rein, natürlich. Also der Himmel sieht aus nach Regen, aber ich hoffe, es regnet heute nicht mehr. Ja, stimmt. Gestern war ja schlimm. Gestern hat es nur geregnet. Ja, stimmt, ich hab's gesehen. Ja. Ganz klar. Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geknallt? Gestern hat's geregnet, also. Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geknallt? Hier ist die Kokosnuss. Hier ist die Kokosnuss. Hallo. Ja, ich hab die geknallt. Ich hab die geknallt. Miral-90 hat gerade 2 Monate lang abonniert. Downtown Capco, wo können wir hinkommen? Nihal, danke dir für 2 Monate, vielen lieben Dank, danke schön, danke dir. Mhm. Ja. Haben Sie da eine Mail von uns bekommen, wo Sie das überweisen sollen? Gucken Sie mal lieber nach, weil es kann sein, dass du da noch Rechnung von uns bekommst. Kann auch passieren. Ansonsten machen wir es gleich. Wo soll ich denn abholen gleich? Eine Haltestelle in der Nähe oder irgendwas? Alter, alles klar, dann bin ich dann gleich da. Ich habe noch eine Fahrt vor Ihnen, danach bin ich dann da, ne? Super, bis gleich. Tschüss. So, Alter. Jetzt wird stressig. Oh, das ist nicht schlimm. Ich kann Feier machen, wenn ich möchte heute, weil ich habe aktuell, eigentlich dürfte ich noch gar nicht so oft fahren, aber. Oh, wunderbar. Naja. Nee, weil Nasenoperation ist halt nicht easy, aber ich darf ja selber für mich entscheiden, ob ich das hinkriege oder nicht. Ja, gute Besserung. Na, danke. Ich frag jetzt nicht, ob das eine Schönheits-OP war. Nein, das war gesundheitlich wichtig. Das ist eine Nasenscheidewand, die begradigt wurde. Ah, okay. Nichts Schlimmes.
Deswegen bin ich so stressig für euch auf. Warum was? Warum was? So. So. Dann sind wir einmal da. So. Dann werden wir einmal. Ich überlege gerade, musst du noch mal runter oder passt das? Nö, ich bring dich sonst die gleiche hin. Okay, dann machen wir das so, ja. Gut, dann wären wir jetzt insgesamt bei 37 Dollar. Alles klar. Zeig mein Ohr. Dann, bitteschön. Vielen Dank, jo, super, dann bis dann, ciao. Weil ich mir die neuen Taxis jetzt nicht entgehen lassen wollte, weißt du? Wenn es neue Taxis gibt, dann müssen die geholt werden, egal mit wem, egal warum und alles. Weil sonst ist Cypress irgendwann wieder nicht erreichbar, man kennt's ja. Ah, das ist wirklich ein anderes Gelb schon wieder, ne? Aber naja. Ist hell. Sieht so leer aus hier. Ja, stimmt. Boah, ist ein helleres Gelb wieder, ne? Aber das ist so ein. Das ist ja richtig hell. Ich muss kurz vergleichen nochmal. Ja, es hebt sich wieder besser ab. Bestimmt schon. Ja, ich find's okay. Ich find's okay. Ja, ist ganz nice. Fährt er mit 200. Don't break place. Ist das die Gegenspur hier? Hm. Hey! Also. Ja, jetzt mal gucken, wie man das macht, aber ne, also rein theoretisch kann wirklich nur noch einer Taxi fahren jetzt. Luna Luna, hallöchen, mir geht's im Moment gut, ja. Oh, dann haben wir das. Wunderbar. Schickes Auto. Ja, danke. Hab ihm dasselbe verkauft. Ach ja. Ja. Und bestimmt immer noch zufrieden. Er stand ja noch bei Alistair. Ja, auf jeden Fall. Ne? Ich bin da aber auch immer lange zufrieden. Ich meine, ich habe meinen noch nicht mal getunt, so, weil na, ich bin direkt immer noch am Abbezahlen, aber naja. Ist ja nicht schlimm. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er hier ein bisschen getunt ist. Kann aber sein. Klar. Ich glaube, ein anderer Ausdruck auf jeden Fall. Aber ansonsten kann man aus dem Auto viel machen.
Bin ich ja gespannt, wie die Belegschaft darauf reagiert, wenn die zwei neuen Scharniere da stehen. Ja, bin ich auch gespannt. Wusste man denn, wie die am Ende aussehen? Oder nee, nicht alle, ein paar. Also so ein halber Überraschungseffekt. Genau. Ach, die Freunde. Wenn ich die Sheriffs in der Stadt sehe, denke ich immer, die haben sich verfahren. Die haben was? Die haben sich verfahren. Ach so. Ist ja wild hier. Die fahren aber auch wie Scheiße. Fahren 30. Ja, immer. Also, es ist in der Stadt 50 erlaubt, so. Aber rechts vor links ist auch erlaubt. Dann dir bitteschön und dann bis zum nächsten Mal. Dann danke ich dir auf jeden Fall, ne? Ja, immer wieder gern. Ciao. Hä, hat er die Funk da drin? Geil. Die hat Funk hier in dem Auto. Ich hab's gehört. Sexy. Heute ist noch einer am Dienst, Leute. Weil ein Taxi abgehoben werde ich mir das jetzt reservieren. Nummer 9 können wir freigeben. Ein Taxi haben wir nur, ein Taxi. Die sind halt auch noch nicht mal angemeldet und so eine Scheiße, ne? Hm. So, ein Taxi haben wir freigegeben. Eins reicht doch easy, die fahren doch eh alle zu viert, weißt du? Taxi. Da nehmen wir. Ach scheiße, jetzt muss ich. Oh nö, leck mich doch. Muss ich kein Zeichen gucken. BBMRK, aber das stand da nicht drin, oder? Na doch, muss ja, sonst würde das ja nicht funktionieren. Also BBMRK ist frei, das andere nicht. Aber bei Sio schon. Wunderbar. Okay. Aber mit Wagennummer, ne? Also bin gespannt, ob auf den anderen auch Nummern drauf sind. Wenn nicht, wäre ein bisschen komisch. Das ist schon sehr sexy. Doch, ist schon geil. Ja, hier ist eine 10 drauf, was, ne? Ja, langsam wird's hier voll, ne? Kacke. Ja, das denn ist das Tuning-Taxi, das leckt mich am Arsch. Das bekommt noch mal eine ganz andere Folierung.
nur das Hintere, ne? Also Limousinen und so, das kannst du, glaube ich, nicht so leicht bearbeiten, leider. Okay, ich würde sagen, mit dem düsen wir gleich ein bisschen rum, ne? Du hast halt nicht mal angemeldet jetzt, aber juckt doch niemanden. Wir haben nicht mal ein T-Shirt auch, also. Es juckt doch niemanden. Hey! Hey! Und dann tragen wir das noch ins RDP ein, ne? Ah ja, nicht auf Venture am besten. Eingeschränkter Taxidienst. Leider haben wir ein paar Tage nur einen Stanier. Streitet euch drum, wer als erstes fährt, fährt als erstes. LG und schönen Urlaub. Unbezahlt. So. Muss man noch klarstellen, ne? Okay, wir düsen gleich auf jeden Fall noch ein bisschen rum. Ich muss aber gleich kurz auf Klo. Ah, Verbandskasten müssen wir gleich mal gucken. Oh, schon sexy. Was sind das für Felgen, ne? Schön. Vor allem, das sind ja jetzt die zwei neuen, ne? Das heißt, alle, also das sind jetzt die neuen, die von Cypress uns gegönnt wurden, beziehungsweise vom Mofak. Das heißt, wir haben jetzt mittlerweile dann 9 Taxis, glaube ich, ne? Eieiei, LS Taxi wird groß, sage ich euch. Ich hoffe, ich habe den Motor nicht angelassen, also ich bin gleich wieder da. Scheiße.
guten Tag, Shatter. So. Ja, mal gucken, wie das heute Abend läuft. Ich bin sehr gespannt. Ich meine, tja, dann fahren halt die Leute nicht, ne? Ist so ein bisschen doof jetzt, aber man kann es nicht ändern. Was? Man kann es nicht ändern. Geht's dir besser? Ja, gerade tatsächlich noch, ne? Huge Analysion. Danke dir. Dann würde ich sagen, haben wir aber auch geöffnet. Jetzt habe ich das Passwort oben eingegeben. Wer hat's gesehen? Wer hat's gesehen? Rechnung, Entschuldigung. Ja. Sehr geehrte Damen und Herren, ich wende mich heute im Namen tiefste Entschuldigung. Ich habe nie gemerkt, dass da irgendwelche Gelder fehlen, aber wie wäre es mit einer Bonuszahlung? Warum fehlen, wo fehlen denn dann Gelder? Das habe ich nicht gemerkt, keine Ahnung. War bis jetzt was los? Ja, bis jetzt haben wir Taxis, zwei neue Taxis abgeholt und den Rest weggebracht, ne? Weil wir keine Taxis haben. Keine mehr. Keine Taxis haben wir mehr. Haben wir Verbandskästen? Schön. Dann kommt da eins rein. Und da. Ja, zwei Taxis haben wir bei das Taxi, ne? Man könnte sagen, es läuft mittlerweile auch. Läuft gut, das Drecksunternehmen. Zwei ganze Taxis haben wir. Wunderbar. Ja, die haben jetzt auch keinen Funk, ne? Und leck mich doch am Arsch. Wir müssen das gleich mal weitergeben. Ach, die werden das neue Design doch nicht mal bemerken. Es ist doch immer so. Die werden das doch nicht mal merken, dass da irgendwas Neues. So, dann schreiben wir kurz Sophie. Hey, wir haben zwei neue Taxis. Vielleicht könntest du die anmelden und um Funk kümmern. Aber ich finde auch, dass die Nase, ne, geöffnet sind. Mit uns kommen sie gut an. Ne, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht.
Jetzt hätte ich noch gerne so ein Werbebild auch, ne? Gott, da vorne der Verräter. Hey, das leuchtet wieder so, ne? Es leuchtet. Scheiße, wenn ich jetzt jemanden kennen würde, der Bilder bearbeiten kann. So eine kleine Werbung wäre schon nice. Ey, aber die Wagennummer, ne? Ich feiere das irgendwie. Feiere ich wirklich richtig. Mal gucken, wie wir das machen und ja, das ist wieder sehr grell, ne? Es ist aber immer schwierig, auch Cypress die Farbe zu beschreiben, ne? Das ist halt das falsche Gelb so. Ah, stört mich jetzt nicht unbedingt. Ja, aber kann schon sein, dass Sophie das stört oder so. Aber rein theoretisch. Ja, gut, ich weiß es nicht. Die alle umlackieren zu lassen, ist natürlich auch wieder nicht so einfach. Ist schon sehr grell. Ja, was wir nicht alles wollten, ne? Das mit den Namen, das weiß nicht, haben wir halt nicht mehr geschafft. Mit dem dunklen Aussehen, ja stimmt. Bin auch gespannt. Ja, das ist schön jetzt zu unterscheiden, die sich wieder voll. Ist halt endlich mal gelb-blau so. So wie das Logo. Ist schon nice. Blue, wie meinst du die Frage? Also was meinst du? Das mit den Chibis war nicht okay, ja. Also es wurde nicht angenommen. Leider. Verstehe ich teilweise auch richtig schade. Also, das ist eine gute Frage. Ist Taxi Lamelo? Ja, einen wunderschönen. Ich bräuchte ein Taxi beim Observer. Alles klar, dann komme ich dahin. Hey, vielen lieben Dank, bis gleich. Jo, bis gleich. Ja, das ist halt dann die Frage, ob das angenommen werden würde, aber ne.
Rein Theorie. Na, leck mich doch jetzt im Arsch. Ja? Ja, hi, du hast angerufen. Sorry, ich war gerade auf Mount Gordo unterwegs mit dem Quad. Ja, jetzt hat sich schon erledigt, hast du. Wunderbar. Ich glaube, Sophie hat da gestern schon angerufen bei den Cypress-Zeugs, ne? Ach so, ja. Also sie hat auf jeden Fall auch Danke dir geschrieben. Deswegen... Ach so. Ja. Na okay. Gut, ich hab's auf jeden Fall vollbracht jetzt. Super gut. Hat sie sich gefreut dann, die Frau, auch ein bisschen? Ja, genau, die hat sich sehr gefreut. Wunderbar. Freut Wunderbar. Mich auch ein bisschen. Ich danke dir. Bis dann, ja, Lami. Tschau. Ja, genau, jetzt gucken wir mal, wie das ankommt, ne? Ich kann aber wetten, dass die Dame das jetzt auch gar nicht merken wird. Das ist leider immer so irgendwie. Ja, die wird das nicht merken. Ein wunderschön. Ey, darf ich vorne sitzen? Ja. Ey, das ist super lieb. Und schon nicht gemerkt, was. So schnell schlecht. Ich müsste einmal zum Bahama Mamas, bitte. Alles klar. Super. Da habe ich doch aber auch eine Frage. Fragen Sie. Naja, ich weiß nicht, ob es Ihnen jetzt aufgefallen ist, aber wir haben auch ein neues Taxi-Design, ne? Oh. Stimmt, das war vorher mehr Geld, ne? Ja. Wie finden Sie das Neue? Ich würde gleich, wenn ich aussteige, gucke ich nochmal richtig. Ist das okay? Natürlich, natürlich. Dann gucke ich mir das nochmal richtig an. Ja, es merkt wieder niemand, komm. Kannst du wieder zurückgeben, die Scheiße. Und wie geht's Ihnen? Mir geht's wunderbar. Ach, schön. Ich hoffe, Ihnen auch. Natürlich, natürlich. Ey, super. Das freut mich. Ist ja auch ein schöner Tag heute. Eigentlich ja, ne? Vergleich zu gestern. Ja, stimmt. Die reden alle wie Nachi mittlerweile. Ich hoffe, Sie hatten heute nur angenehme Kunden bisher. Ey, super Kunden bis jetzt, ne? Sie sind eigentlich die Erste. Ey, super. Klasse. Das ist ja passt scheiße. Passt das hier? Ey, das passt wunderbar. Also müssen Sie jetzt das Design nochmal angucken. Ja, lassen? Aber sagen Sie mir erstmal, was Sie hier von mir kriegen. Ja, 10. Okay. Vielen lieben Dank. Oh, das ist sehr lieb von Ihnen. Dankeschön. Jetzt gucke ich. Bewerten Sie aber ehrlich auch. Ich bewerte ehrlich. Ey, ich finde es richtig geil, dass hier unten noch gelb ist. Das finde ich richtig großartig. Ich finde das Design super. Alles klar, dann danke ich Ihnen. Ja, ey, gerne. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und viele nette Kunden. Schönen Tag, ciao, ciao. Ciao. Ich finde es auch geil, dass da unten noch gelb ist. Er ist doch überall gelb, naja. Ja. Der Trinkgeld nehmen wir mit. Die Meinung akzeptieren wir aber erstmal nicht. Ja, also, kann schon sein, aber... Ich dachte, sie geht mehr auf das Blaue ein. Naja. Enttäuschend. Okay, 5 Meilen haben wir schon drauf gefahren, ey. 5 Miles. So neue Taxis sind schon nice. Ist schon geil. Das könnte aber auch so ein, mit diesem Gelb, das könnte auch so ein Auto vom Andy sein, finde ich. Weißt du, so, ich weiß nicht, das ist so ein ärztliches Gelb irgendwie. Wisst ihr, was ich meine?
könnte noch so ein Krankentransport sein. Ein ärztliches Gelb. Ja, ich habe schon Server gesehen, wo die MD-Fahrzeuge halt wirklich gelb sind, ne? Ne, bitte ohne Centbeträge. Fuck, wir müssen irgendwie noch den Ring bezahlen, ne? Ja, stimmt. Stimmt. Das stimmt, das gibt's ja auch in Deutschland, die Farbe. Deswegen erinnert mich das so. Ja, stimmt schon. Bacardi, der kann dann wieder bezahlen hier, aber... Also mit Kredit läuft eigentlich zurzeit, ne? Aber wir brauchen trotzdem noch, ja, für den Ring, ne? Scheiße. Von der Polizei? Ja, 8 Stunden RP für einen Ring, weißt du? Hab ich eigentlich keinen Bock drauf. Black Dog Elysian. Ach, schön. Da rennt sie erstmal, weißt du? Sauber erstmal. Ich sag ja, wenn ich jetzt auf die schnelle ein Bild bearbeiten könnte, aber nicht mal das kriege ich hin, ne? Dann hätte man schöne Werbung so. Kriege ich auf die Schnelle jetzt nicht hin. Ja, was gucken die denn so sehr auch peinlich langsam? Die gehen halt weg. Ich kann mal gucken, ob wir so ein kleines Bildchen hinbekommen. Schön wird das nicht, kann ich euch sagen. Aber... Wozu hat man Mod? Das wäre doch alles wieder illegal hier. Ja. Ach scheiße, das sieht jetzt tagsüber auch nicht so geil aus, ne? Das wird doch schon wieder scheiße, was ich hier mache. Ja.
So vielleicht. Himiko, ich grüße dich. Ich meine, es soll jetzt auch kein Meisterwerk werden. Alice Taxi Lamilu. Einen wunderschönen Stone hier. Folgendes, ich bräuchte ein Taxi von den Pegasus Apartments nach Cyprus. Ja, alles klar, schicke ich vorbei, ne? Super, ich danke. Bis gleich. Ciao. Ja, stimmt, das geht ja auch um die neue Verlierung. Ach nee, ich hasse das sowas, das ist so schwierig alles. Ich meine, wie gesagt, soll es kein Meisterwerk werden, aber... Wie gesagt, das ist ja nur ein kleines Werbebild. Wenn man da was Richtiges machen will, können es ja irgendwelche Designer noch tun, ne? Reicht erstmal. Gucken wir mal, was wir draus machen. Welche Nummer hatten wir? Die 10-Nummer. Ja, also ich hoffe, dass die jetzt mit den Designs noch, dass da auch noch 1 und 2 kommen, ne? Aber warum 10? Wir haben doch gar nicht 10 Taxis, oder? Oh, das verstehe ich jetzt aber auch nicht ganz. Bin gespannt. Gespannt. Mit Schiffchen schon? Ich dachte, nein. Ich dachte, wir hatten 7. Aber keine Ahnung. Naja, weil 1 und 2 ja noch kommen, hoffentlich, mit der anderen Verlierung. Weißt du, was ich meine? Scheiße, hat der Vinewood Gardens gesagt? Oh ne, ich hab's wieder vergessen. Anscheinend hat er das nicht gesagt. Lasst mich überlegen. Scheiße, was hat er denn gesagt? Hat der Dings gesagt? Irgendwelche Apartments. Boah, der Himmel, ne? Zwei, vier, sechs, sieben, acht, 19. Ja, du hast recht, ja, stimmt. Ja. Okay, dann macht das wenigstens Sinn. Hat er ihr gesagt? Oh ja, tatsächlich. Hallöchen. Hallöchen. Zu Cyprus direkt einfach? Jo, direkt vor die Tour, vor's Tor einfach. Mhm. Weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, aber wir haben neue Taxi-Designs, ne? Ich arbeite bei Cyprus, ja. Ich hab das mitgeschnitten, ja. Keine Ahnung, wie viel man da so mitbekommt. Da gibt's bestimmt auch verschiedene Abteilungen und so. Ich bin im, ja, wie soll ich sagen, im Import zuständig. Ja, verstehe.
Huch. Und ja, ich sag mal, ich komme halt in den Hafen rein und dann kriegt man das halt schon mit, ne? Ja, wie finden Sie es? Ja. Naja, gut. So, kann jetzt so nichts Negatives sagen, tatsächlich, ne? Wunderbar. Weiß nicht, habt ihr das auch so wie bei den Cops die Dinger dann durchnummeriert, oder? Anscheinend ja. Also ja, ich gut. Denke schon. Ja, irgendjemand muss ja das Design, sage ich jetzt mal, in Auftrag gegeben haben, oder nicht? Ja, aber ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, dass wir da Wagennummern mit, ich weiß es gar nicht mehr. Ja gut, vielleicht war das auch so ein kleines Gimmick von der Designfirma. Aber ne? Finde ich nicht schlecht so. Hm? Nö, hat auf jeden Fall was, ja. Aber ihr seid doch eine Zeit lang mit diesen bunten Taxen rumgefahren, oder bin ich doof? Nein, nein, das war Downtown Cape. Downtown Cape? Mhm. Die hatten diese unterschiedlichen, okay. Ja, ja, die bunten, ne? Ja, genau, die Dinger. Ja gut, dann tue ich euch verwechseln. Er ist ein Downtown Cape-Fan, da machst du nix. Nee, finde ich ein schlechtes Design tatsächlich. Ja, ist mal was anderes. Ja, aber ihr wechselt jetzt ja nicht immer wieder durch, oder? Nein, nein, nein. Weil kostet ja auch, glaube ich, ja Geld, oder? Ja. Ich weiß gar nicht, wie läuft denn das ab? Überhaupt bringt ihr dann die alten Autos zu Cypress? Genau, das habe ich vorhin gemacht. Ah, okay, gut. Achso, dann kriegt er komplett neue Fahrzeuge später, sozusagen, ja. Als Leasing mit dem neuen Design drauf. Ah, okay. Verstehe. Ja, das weiß ich nicht. Irgendwie so, ja. Danke, Jenny, und ich grüße dich, Hallöchen. Stopp was, ne? Das Tor hier, oder? Nee, das nächste Bild. Okay. Dann wären das einmal 10 Dollar, bitte. 10? Ja. Bestimmt so. Dank, danke schön. Ja, gerne doch. Bis zum nächsten Mal. Jo. Tschüss. Ciao, ciao. Am Kiosk kam es auch sehr gut an. Ja, wir werden schon noch einen finden, der das so richtig krass geil findet. Und wenn nicht, ist Lamiel der Einzige. Ist auch oft so. Das ist wie mit der Limo damals. Den Preisen, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß die mittlerweile auswendig, ne? Ich kann das einschätzen. Aber ansonsten sind das eben 5 Dollar pro Meile. Das heißt, du trägst das Ziel hier ein und unten steht dann 1,19 Meilen, weißt du? Aufgerundet sind das 2, also sind das 10 Dollar so. Aber ich schätze das mittlerweile, weil ich kann das einschätzen, denke ich. Ja, mir Hallöchen.
Frau Danton Gibbs. Es wird so witzig mit nur einem Taxi, ne? Da machst du erstmal gar nichts, ne? Gemarscht nix. Ich will Taxi fahren. Ja. Schon was. Es ist Wagen 10, was, hm? Wagen 10. In Deutschland sind Taxifahrer ja auch selbstständig, oder? Die meisten. Ja. So ist es. Interessant das nicht, naja. Naja, nee. Schnell weg da, sag ich dir. Ach, wie schade, dass das Design jetzt niemand bewundern kann hier. Niemand da. Ich brauche doch eine Meinung auch irgendwo. Ist aber niemand da. Dieses Nummernschild. Es ist Mark. Es ist Mark. Geil. Wir haben Mark bekommen. Kuberino, wie geht's dir, Hallöchen? Was, wenn sie das nicht mögen? Das ist mir doch egal.
gibt viel, was Lamy schon gemacht hat, was Leute nicht gefeiert haben. Boah, Kühlschrank auch leer. Alter, die Blumenstreuse. Also ich weiß, dass Sophie das auf jeden Fall mag, weil wir haben das ja auf jeden Fall so ausgesucht. Kann nur sein, dass sie die Farbe ein bisschen nervt. Weil das wirklich ziemlich grell ist. Naja. Hallo, also hallo. Es erinnert mich halt wirklich an ein Krankenhaus irgendwie. Was ist das? Ist das Matthew? Nee. Hallo? Ist das Matthews Auto? Also ich finde es ganz schnieke. Ich würde ja gerne den Vergleich nochmal sehen, aber den können wir jetzt nicht mehr sehen. Ich will mich jetzt auch nicht neben Downton Cap oder so stellen. Ich würde echt mal gerne den Vergleich sehen. Ich glaube, Schiffchen hat ja auch noch mal ein ganz anderes Gelb als... Okay, die sind so mehr orange. Ist da jemand? Boah, da sind wir schon jetzt sehr shiny auch unterwegs. Ne? Das kann man aber so sagen. Ja. Steht da jemand? Ich will das nur mal kurz vergleichen. Aber... ohne jetzt irgendwie peinlich zu sein. Ja, es ist auf jeden Fall ein Unterschied. Das ist auf jeden Fall ein Unterschied.
Sasa, ja, wir verstehen tun die sich schon, ja. Also denke ich. Wobei das jetzt natürlich drauf ankommt, ne? Wenn Evan jetzt wirklich irgendwas gegen Els Taxi macht, was ja schon irgendwie die ganze Zeit passiert und Harald da mit dem macht, dann ist natürlich selbstverständlich, ne? Ja, ich weiß nicht, Stress würde ich das gar nicht nennen. Wurde halt gekündigt, ja. Müssen wir gucken, wie loyal der ist und so. Bitte nicht die Tür abreißen jetzt. Boah, Schiffchen ist ja nochmal ganz anders. Das ist ja richtig grell. Boah, Schiffchen geht ja richtig ab. Eben, der kann erstmal eh nicht fahren und danach kann man ja gucken, ne? Deswegen ist das ja erstmal egal. Was ist mit meiner Stimme? So. Der Bus bleibt erstmal draußen. Eines Tages wird Harald bestimmt wieder zu Els Taxi finden. Boah, dieses Wetter, ne? Erstmal muss er seinen Führerschein machen. Ajo. Naja, gucken wir später mal den Taxidienst mit nur einem Taxifahrer. Ich bin wirklich sehr gespannt. Oh, ist das beschissen. Ich glaube aber, ich werde erstmal offline gehen, ist ja eh nicht viel los und dann sieht man sich später wieder. Und das wird bestimmt spitze. Das Gute ist, Lami kann auf jeden Fall fahren. Neue Shirts sind nicht in Planung, ne? Also irgendwann mal. Es ist halt alles so stressig irgendwie. Ich meine, das mit den Taxis, das ging ja jetzt eigentlich recht schnell, ne? Aber... ah, meistens ist das stressig. Ja, die sind schon im RDP eingetragen, wunderlicherweise. Das finde ich auch geil, wenn man das direkt macht. Aber Funk ist halt keiner drin, ne? Darum muss man sich halt wieder kümmern, ne? Aber naja, und das geht auch alles schnell. Das geht auch alles schnell. Naja, gut, vorne. Ich bin froh, dass wir das jetzt gemacht haben. Dann
müssen wir das später nicht machen, sondern können später einfach direkt losfahren und alles, ne? Also ich hoffe, dass ich später wieder da bin, aber nö. Wird schon. Ansonsten, ja, vielen lieben Dank und bis später wahrscheinlich, ja, ja, ja. Tschüss. Hallo und ciao.